Hallihallo, liebe Leute, Gude, herzlich willkommen, willkommen zurück auf der Gemeinderade am Donnerstag tatsächlich. Leider nur heute eine Folge, vielleicht mache ich die ein bisschen länger, mal gucken, wie ich Zeit habe. Ich bin nicht dazu gekommen, jetzt irgendwie letzten Tage da groß was aufzunehmen. Ich muss aber auch dazu sagen, Moment, kann hier gerade mal weiter. Ich muss aber auch gerade dazu sagen, dass wir, habe ich jetzt GPS, nehmen wir erst doch laden. 11,2 steht da was. Muss zu Sarah tatsächlich, dass ich jetzt sind mit der irgendwas, das ist doch das Ding, oder? Durcheinander hier. Ich habe mir noch ein paar anderen Karten angeguckt, ehrlich gesagt. Und das ist mit der 80 als genau. Silber 80. Und habe das habe ich böse vergessen, was ich sagen wollte. Ja, und dann zwei Karten angeschaut, die ich schon mal gespielt habe. Also die Wildbachtal habe ich mir mal angeschaut und die obere Glartal. Hat man dann feststellen müssen, dass ich glaube, zumindest die obere Clantal, die ja schon ein bisschen älter ist, zwar die Version 1.1, aber die, anstatt da, wenn ich alle Mods, die ich im Ordner habe, im Mod-Ordner weglasse, dann startet die Karte. Ich weiß nicht, welche Mods jetzt hier gestört haben, weil ich hatte da zwei, drei ausgewählt, die ich dann eventuell benutzt hätte. Und da ist es einfach, also ist die Karte nicht gestartet, hat die Karte nicht gestartet, wie heißt das? So ähnlich heißt. Und dann habe ich das gelassen. Im Wildbachtal konnte ich starten mit ein paar Mods, die ich dabei gern gehabt hätte. Und allerdings, wie ich dann speichern wollte, im ersten Spielstand, war der Speicherbildschirm ewig gefühlt, ewig da und hat dann nicht mehr aufgehört. Also beide Karten musste ich dann mit der Windows-Taste beenden und deswegen. Dann habe ich noch eine probiert, die Northern Coast, die ist relativ neu. Hab gedacht, oh ja, schön da hoch, diese kleinen, diese süß, also die Karte ist schön, hat geladen, konnte geladen werden. Sieht schön aus, ja, schön gestaltet hoch und ein bisschen hügelisch, schön zugewachsen. Allerdings habe ich festgestellt, es ist ja. Da ist Linksverkehr. Und da habe ich mich mit Sicherheit so schnell daran nicht gewöhnt. Habe es dann auch gelassen. Also ich bin echt noch am gucken, was man da zusätzlich vielleicht machen könnte. Klar, die Alpine, haben wir ja gesagt, aber die ist ja erst im November. So weit ich weiß, as far as I know. Ne? Und ganz ehrlich, die Rade. Ja. Ich komme einfach auf der Rade nicht auf einen richtig gescheiten grünen Zweig. Ich weiß nicht, was ich da. Ja. Meine gut. Woran es liegt, weiß ich. Ich habe einen Haufen Geld aufgenommen am Anfang, weil ich alle möglichen Fahrzeuge habe geholt. Mein Fehler, hundertprozentig, logisch. Ja. Ich dachte aber auch hier, das kannst du irgendwie abarbeiten. Ne? Kann man vielleicht auch irgendwann. Aber mittlerweile sind wir bei der Folge 235. Und ich mache jetzt hier keine 1000 Folgen bloß, dass ich hier auf Null komme oder was weiß ich was oder alle Kühe besitzt. Ich dachte tatsächlich, das geht alles in den Flur da. Dem war aber, oder dem ist aber nicht so. Ja. Mal gucken, wie ich es weitermache. Also Stadtmacht bleibt definitiv im Programm. Erstens haben wir nur erst eine ganz so viel Folge. Und Stadtmacht, da macht es auch Spaß. Ne? Egal was du verkaufst, kriegst du richtig Geld dafür. Was ich halt mal gerne Bock hätte, muss mal gucken, ey. So Schaf züchte. Ne? Also mit Schaf habe ich schon ewig und drei Tage nichts mehr gemacht. So Bulle verkaufen und sowas, dann Schweine hätte ich auch gerne. Aber wenn du alles auf einem Hof machst, wie es bei der Hof Backmann war, dann kriegst du auch wieder Probleme, was machst du und wie machst du es. Ne? Deswegen, muss man mal gucken. Also jetzt der Stammmacher hat es halt so ergeben, weil ich da generell
platzierte Hof habe, also keinen festen Hof, der schon vorgegeben war. Und der Kuhstall, den ich da beim Ansgar gesehen habe, mit der automatischen Fütterung, der fasziniert mich brutal, also der ist genial. Ja, also was haben wir da gemacht? Kühe auf der Stadtenbach auch, obwohl ich das nicht wollte am Anfang. Kühe haben wir da drauf. Und was brauchst du dann auch? Dann brauchst du wieder Gras und Stroh und Silage. Ja, also das ist immer so ein, ja, so ein Kreislauf. Da kommt halt um vieles nicht drum herum. Ne? Oder wenn du jetzt auch sagst, ich möchte keine Kühe machen, dann hast du dafür aber, ich sag jetzt mal, Zwiebeln oder Gurken oder willst eigenen Dünger herstellen. Ja, und dann kommst du ja um, brauchst du ja Mist. Ja? Also, und bevor ich jetzt Mist teuer kaufe, weil da könnte ich mir auch nämlich, könnte ich mir auch Dünger kaufen. So, muss man Mist irgendwo herstellen können. Und das kannst du nur mit Schweinen oder mit Kühen. So, also, ne? Deswegen ist auf der Stadtenbach momentan jo, nicht gerade wenig. Ne? Die Forellefarm, die neu war und nicht schlecht war, die kommt ziemlich kurz, muss ich ehrlich sagen. Schade deswegen. Der schadet darum. Aber ja, so ist es halt wohl. Ne? So. So, wir sind am Ernten hier. Wie gesagt, die Folge gucke ich mal, ob wir die ein bisschen in die Länge ziehen können, weil es nur eine ist. Weil es ist von der Zeit einfacher, ein bisschen länger aufzunehmen als das zweite Mal, weil mit Hochladen und mit Thumbnail und keine Ahnung. Ne? Ich sag's euch, wie es ist. Wir haben jetzt heute Donnerstag, der 8.10. Ja? Wann und wie viel Uhr jetzt diese Folge rausgehauen wird, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, genau heute nehme ich die auch auf. Also wir haben jetzt 5 Uhr und 9. Ja, deswegen nicht wundern. Deswegen ist die auch jetzt nicht um 4:15 hochgeladen, wie es normalerweise ist. Nein, so wie das auf meinem Kanal aussieht, interessiert es eh die wenigsten, wann das hochgeladen wird, ehrlich gesagt. Ey. Ja. Und ich meine mich erinnern zu können, ich bin ja das letzte Mal schon mit dem Trecher hier gefahren, gell? Weil der Deutsch ist am Auftrag, also der hat einen Auftrag. Der Krüppel noch Feld 27, der John Deere Krüppel noch ein Feld. Für ein paar Euro 50, das meine ich ja damit, ne? Um ein bisschen Geld zu verdienen hier auf der Rade, musste Aufträge unter anderem auch annehmen, so. So, und dann brauchen die Helfer für die Feldgröße hier ewig gefühlt, ne? Eine Woche, 5 Jahre. Und ja, und deswegen hast du hier nicht groß was zu tun. Hier steht der MF noch, aber das war ein Abfahrer. Ne? Das war's dann auch schon. Ja, ist halt ärgerlich, ne? Die Sonnenblume, das gibt ein paar Euro 50, aber ihr seht, Feld 6 ist ja, so ziemlich, ja, ziemlich fast komplett abgeerntet. Es war jetzt ein Drescher voll, gibt ja, vielleicht noch ein Dreiviertel der Drescher voll und da ist Feld 6 weg. Also noch nicht mal ein großer Anhänger voll. Und da ist das schon ein bisschen frustrierend, ja, dass du hier die ganze Zeit hoch und runter fährst und dir die Mühe machst, das Mühe dann zurückfahren. Das war nicht so toll, oder? Fast alles gekriegt hier. Ja, und dann kriege ich vielleicht am Ende, ja, das sind dann, boah, 30.000 Liter mal, oh, was ist denn da los? Na egal. Mal, ich weiß gar nicht, was es momentan gibt. Wenn es maximal 2.000 sind, da hast du dann 60.000 Euro gekriegt. Bei 1,8 Millionen Schulden ist das nicht viel, ja. Kühe kaufen, pah, sehr gerne eigentlich. Aber ich muss ja Schulter abbauen, deswegen der Plan, dass wir hier alle Weiden haben und alles voll ist mit Kühen, wäre jetzt momentan in ziemlich weite Ferne gerückt. So. Also. Ja, man soll ein bisschen optimistisch bleiben, ne? So ein dummes Gesülze von mir, das hat mich aber seltenst gehört bei den anderen YouTubern. Diese Karte vorgeschlagen, ich weiß jetzt, tut mir leid, nicht mehr genau von wem eine Karte vorgeschlagen worden, Canaria Infinite, keine Ahnung, wie das heißt, so ähnlich, ihr wisst bestimmt, was ich meine,
Und die habe ich runtergeladen, tatsächlich noch nicht draufgeruckt. Also nicht drauf gezockt, vielleicht gucke ich mir die auch mal an. Mal im Moment, ja. Die Stadtenbach ist momentan brutal mein Favorite, ey, weil die ist schön gemacht, ich kann da machen, was ich will, weil wir halt auch finanziell brutal auf der sicheren Seite sind. Was hier nicht so der Fall ist. Und ich würde tatsächlich gerne mal, ich muss unbedingt, habe ich schon öfter gesagt, ich weiß, ich würde halt gerne mal eine Karte anfangen, nicht unbedingt mit den Standardgeräten, ja, also nichts Größeres mit der, wie es überall jetzt hier ist, sondern ja, mit einfach Kompakttraktoren, maximal mittelgroße Traktoren und dann dementsprechend 4 Meter Seemaschine und solche Sachen. Ne? Dass man halt ein bisschen, ne, ja. Und sowas kannst du auf der Rade, auf der Stappenbach halt nicht bringen, weil dann bist du ja noch länger unterwegs, dann musst du halt eine kleine knuddelige Karte haben. Ja. Oder ich muss einfach nur Geduld haben und muss schlicht und ergreifend warten, bis das alpine DLC rauskommt. Da muss ich mir jetzt erstmal keinen Gedanken machen, wenn ich gerade nicht zocke. So, jetzt kann ich hier nochmal rumfahren. Ey, das passt mir überhaupt nicht. Na, ne. Aber es passt komplett rein. 17.000 haben wir im Anhänger ungefähr. 11 Tage kommt hin, ne? Mit 30.000. Mit 30.000 Litern. Mal gucken, vielleicht ist momentan auch nur so eine Midlife-Crisis bei mir. Hä? Lalalala. So, die nächste Felder lasse ich dann CP machen oder den alternativen Helfer, das weiß ich nicht. So, ich habe jetzt gerade eben, verdammt, jetzt gerade eben den Timer angemacht, also könnt ihr davon ausgehen, dass die Folge schon ein Hauch länger ist. Ne? Aber schön, dass wir das schön sauber und gut gemacht haben. Ja, GPS ist schon eine gute Sache. So, dann das Röhrchen rausfahren. Das Röhrchen ist gut. Eigentlich müsste man warten, bis man den Anhänger richtig voll hat. Da sich der Verkauf dann auch lohnt, ne? Jetzt weiß ich nicht, bin ich zu weit weg oder zu nah dran? Okay, ich weiß es. Ich war zu nah dran. So. Die Swallenhelfer fahren noch, ne? 13, 16 km/h. Ich könnte mal kurz ins Menü schauen, wie weit die denn schon sind. Oder, ja. Mit ihren Aufträgen. 90, 91, die sind gleich fertig. Die werden wahrscheinlich sogar in der Folge fertig. So. Das wäre nämlich gut so. Ne? Das Problem hier auf der Rad ist halt auch, habe ich euch auch schon mal gesagt, dann klappen wir das Schneidwerk zusammen. Habe ich euch auch schon mal gesagt, und zwar, hat er halt nur die Standardfruchtsorten und mein Problem ist tatsächlich Weizen und Gerste. Natürlich bringt es irgendwo auch Geld, weil du viel mehr Ertrag hast, aber rein optisch und schnelle Kohle machst du halt mit Raps, Sojabohnen auf jeden Fall und eventuell noch Sonnenblumen. Und deswegen habe ich so den Eindruck, dass ich hier immer nur das Gleiche oder das, ja,
immer nur dasselbe einsehe und abernte. Kommt da einer, ein bisschen Vorbeuge wäre auch nicht schlecht, ne? So, hier müssen wir wieder aufklappen. So, ein Stress aber auch. Und da fahre ich ein bisschen rein und dann lässt der, ja, das habe ich gewusst, hör auf zu hupen. Sonst wickle ich das Hubseil um den Kopf. Nee. Dann mach ich das, der AI kann das machen. Oh, auf Feld 27 ist abgeschlossen, das ist schon mal sehr schön. Ja, Leute, ich kann nichts dazu, dieses neue Schneidwerk, dieses absolut hammercoole Robocop-Schneidwerk. Terminator, was weiß ich was alles. Brauch halt ein bisschen, ne? Gut Ding will Weile habe. Lalalala. Du musst da knallhart tiefenentspannt sein, dass das was wird hier. Bist du fertig? Oh Mann, tatsächlich. Zettel. Ne, ist ja logisch, dass wir dann später eingreifen müssen, weil er irgendwo hängen bleibt am Rande. Aber egal, egal, das kriegen wir hin. So, du bist nicht ganz voll. Dich fahre ich jetzt wieder mal darüber. Ja, was ich jetzt reinmache, also ich hätte schon wieder mal Lust zu. Sojabohnen wäre vielleicht nicht schlecht, gell? Weil ich schlicht und ergreifend Geld brauche. Es geht kein Weg dran vorbei, wir brauchen Geld. Und dadurch, dass wir ja immer ein bisschen langsam machen müssen, mit dem Vorspulen, auch wegen dem Unkraut und dem Striegeln, das haben wir das letzte Mal, oder ich habe das letzte Mal verpasst, kann ich das auch nicht immer 5 oder 15-fach vorlaufen lassen, dass die Kühe ein bisschen mehr Milch bringen. Blocking. Achso, ja genau. Blocking heißt, der ist fertig. So, den lasse ich hier stehen. Nee, warten, bis der Drescher voll ist. Sehr gut, genial. Supi. Diesen Gruppe brauchen wir nicht mehr. Das ist nämlich ein Geleiter, genau, für Angeliehene. Michel Mabel. Den konnte ich eigentlich schon gleich wieder das Menü zurückgeben. Garage gemietet ist der hier und tschüss, hast gut gemacht. Zurückgeben, ja, ja. Zurück, zurück. Lass ihn erstmal zurückfahren und dann machen wir uns dann später mal Gedanken. Dem anstelle. So, Johnny, hilft dir. Noch 3 Minuten. Okay. Kann man jetzt auch Abschlüsse sehen, schon mal für 21. Würde man eigentlich auch entlassen. Der einzige Unterschied ist in dem Fall, der Gruppe geht uns. Also schnell die Aufträge abschließen. Wunderbar. Wenigstens 10.000. Oh, 28.000 fürs Einsehen. Spritze 13.000. Und dann immer, ey, was ist denn da los? Das machen wir doch alles, oder? Natürlich. Akzeptieren. Akzeptieren. Das Schöne ist ja, dass wir hier Zeit haben, um das abzuarbeiten. Ernten möchte ich jetzt nicht. Aber das ist mal, boah, das ist mal Geld, ey. Das ist nur was Dickes. Ballepresse, nee, danke, das habe ich schon mal gemacht, habe ich keinen Bock drauf. Also, 3, 25 und 2. 3, 25 und 2. 3 ist das da. Da ist schon mal, das könnte mit CP funktionieren. 25. Guck dir mal das Feld auf, 25 wie ätzend. Und die 2, Nalle.
Was möchtest du haben? Du möchtest auf der 3 Weizen sehen. Alter, das kann dann einer der beiden machen. So, ich muss erstmal so kurz orientieren, wo ich denn hin muss, dass ich wieder reinkomme. Wieder in der dunklen Lärme. Wir haben jetzt 4+7. Oh, hier ist die Ausfahrt. Ich wusste gar nicht, ob es dazu ist. Hier ist das Wetter. Oh. Reparieren, Sprit, ja, dann muss alles gemacht werden, dann durch wahrscheinlich auch. Fahren Johnny erstmal hier hin. Ja, das nächste ist natürlich auch, die Kritiker unter euch haben wahrscheinlich recht. Wenn wir jetzt über die Nacht überspringen demnächst, dann wird wieder jede Menge Fahrzeugmiete abgezogen. Naja, der muss auch repariert werden zumindest. Dinge rein, wieder Saatgut rein. Nur muss ich dann in dem Fall beim CP-Kurs die Düngefunktion der Sämaschine deaktivieren, weil von Düngen steht ja da nichts, ne? Da steht nur Einsehen oder Ansehen. Blut. Reparieren. Ja, ich weiß nicht, könnt ihr ruhig gerne mal in die Kommis schreiben. Oh, da ist noch genug drin. In die Kommentare schreiben. Und zwar, was mehr Sinn ist ja Schwachsinn. Das ist ja auch generell, was mehr Spaß macht, ist auch Geschmackssache. Ne? Ob wir jetzt eine Karte, ob wir jetzt noch eine Karte anfangen soll, generell. Um was Neues mal auszuprobieren oder nicht. Und vor allem nimmt man da am besten eine alte, die es schon nicht mehr gibt. Weil die auf manchen Download-Portalen oder Seiten als empfohlen behandelt werden. Oder nimmt man ganz neue mit der Gefahr, dass es eine Britze-Karte ist. Ne? Keine Ahnung. So, was weiß ich noch? Drei Seen. Und die drei Seen, das soll Weizen rein, ist das richtig? War ich das richtig informiert? So ist es. Also, 5-5-3. Wir könnten da eigentlich den Kollegen hier zum Kuhstall schicken. Nehmen wir auf jeden Fall Weizen auf eine Weizen einstellen. Und dann kann der auf jeden Fall schon mal zur Kuhweide runterfahren, weil das ist nämlich das Feld, was ich absolut gerne kaufen würde, um besser in meine Kuhbade reinzujonglieren. So, wie sieht der Drescher aus? Der Drescher fällt natürlich gar nicht mehr. Ne? Ich habe gewusst, dass er irgendwo steht. Jetzt sagt bloß, der hat angehalten. Weil da ein Anhänger steht, ich drehe am Rad. Die stehen auch, ich krieg die Krätze, Leute. Habt ihr einen Schatten oder was?
Gilde. Und wir fahren hier nicht weiter, weil der Drescher noch im Weg ist, in der Nähe ist. Ja, also, ne? Ganz, ganz. Oh, so richtig klappt es ja auch nicht bei euch, oder? So, wo ist der Drescher? Der Fahrstuhl ist dahin, der hat jetzt drin gerade mal 29%, also ist nicht so viel. So. Hier ist Le Deutz. Ist noch am Fahren. Das gibt Kohle, Leute. So, und was für einen Auftrag machst du? Hm? Welchen Auftrag machst du? Spritzen, genau. Spritzen Feld 2 erst einmal. Genau. Spritzen. Oh, jetzt fällt mir gerade was in. Ich habe keine Spritze. Also ich habe Spritz, aber nicht zum. Ja. Da steht auch nicht, dass man jetzt mit dem Striegel das machen könnt. Das wäre die 2 und die 25. Komm mal, Kugel. Ah, ich doch wieder dahin. Die 2 und die 25. Die 2 war doch hin. Da ist nichts in der Nähe. Ich will nämlich gerade mal Kugel. Ah, das ist nämlich schon ziemlich. Das ist nur im Wachstum ziemlich früh, aber. Na komm. Dann leihen wir uns halt eine Spritze aus. Kacke. Grüppelchen, bleibt mal hier stehen. Aber die Unkrautbeseitigungsmaschine, die legen wir uns dann am Sonntag zu. Ja. Ich repariere jetzt einen Johnny, tank den mal voll, dann fahre ich zum Händler und hole eine Feldspritze und dann reden wir am Sonntagmorgen, und das wird erst so kommen, reden wir uns dann um den Unkrautbeseitigungsauftrag bemühen. Ja. Bis dahin, danke euch ganz herzlich bei euch. Schön, dass ihr dabei wart wieder. Ne? Das Video liken, teilen, abonnieren, kommentieren, wie ihr möchtet. Und danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstag. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.